jetzt willkommen hier zu einem, ja, einem, was ist es? Einer Fragestellung, einer Beantwortung mit mir, Ingo Weaver. Und ja, uns hatte einer, ein Junge namens Jonas, man sieht es hier, also ich sehe es auf meinem Bildschirm, Jonas geschrieben, halt ein paar Fragen. So, und Big Mana hatte da schon so ein Video gemacht, also er hat schon seine Sache schon so, also er hat es beantwortet und ich werde es dann natürlich dann auch aus meiner Sicht beantworten, das Ganze. Ja, also vorlesen tue ich es nochmal. Also, hallo ihr beiden, ich schaue mir schon seit ein paar Monaten Videos hier an. Ich bin sehr gut mit euch unterhalten. Da ihr nur kleine YouTuber seid, würde ich mich trotzdem ein paar Dinge interessieren und habe mir Fragen für euch überlegt. Leider konnte ich euch nicht bei YouTube schreiben, da ich keinen Account da habe. Ich hoffe, es geht aber auch so. Ha. So, 10 Fragen sind es und ja, die werde ich jetzt gleich beantworten. So aus meiner Sicht, Big Mana, wie gesagt, hat es schon gemacht. Und ja, das werde ich dann jetzt gleich mal machen. Mal kurz gucken, da sind sie Fragen. Okay, also starten wir mit Numero Uno. Welches ist euer Lieblingsspiel? Muss kein Let's Play sein. Also mein Lieblingsspiel, was ich aber auch als Let's Play gemacht habe, ist Mafia 1. Das ist so mein Lieblingsspiel. Das ist wirklich, das spiele ich immer wieder gerne. Ich kenne zwar die Mission und auch so, wo ich hinlaufen muss und dies, das weiß ich schon haargenau, wo und wie und was. Aber es ist immerhin noch immer noch so ein Spiel, was ich sagen kann, das ist einfach Gänsehaut-Feeling pur gewesen. Und ja, macht einfach Spaß. Frage Nummer 2. Jetzt habe ich hier. 2. PC oder Konsole? PC. Würde ich jetzt sagen. Konsole, klar, macht auch Spaß, aber für manche Sachen, weiß ich nicht, bin ich eher so der PC-Typ eigentlich. Konsole ist so, na, nu, na, na. So. Frage 3. Battlefield oder COD? Das ist eine sehr schwierige Frage und ich weiß, dass Big Mana auch sehr lange, also nicht lange, aber halt da ein bisschen überlegen musste für die Sache. Und ich finde, COD. Vom Singleplayer-Modus. Vom Multiplayer beide gleich. Battlefield ist halt mit Singleplayer als Story nicht ganz so das Wahre. Also Teil 3 habe ich durchgezockt, Teil 4 noch nicht. COD, klar, da habe ich wirklich Call of Duty 1, Call of Duty 2, sogar als Let's Play gemacht, Call of Duty 1, 2 angefangen, aber irgendwie ging es da nicht. Ja, was gibt's noch? Klar, dann Modern Warfare 1, 2 und 3, Call of Duty World of War, Call of Duty Black Ops 1, alles gezockt und das man auf jeden Fall richtig fand. Also darum COD. Welches Spiel würdet ihr nie mehr spielen? Das weiß ich so genau, ganz genau gar nicht eigentlich. Habe ich ein Spiel, was ich überhaupt nicht mehr spielen würde? Ich glaube, nee. Ich habe eigentlich gar keins. Also Big Mana auf jeden Fall, das weiß ich, das ist Sherlock Holmes. Das mag er gar nicht. Das Spiel ist so für ihn so das Spiel. Und ja, aber bei mir, keine Ahnung. Tut mir leid. Dann, welches Equipment benutzt ihr? Also ich benutze, man kann es hier sehen, das ist genau das gleiche wie Big Mana. Das Logitech G35. Ja. Sehr cool. Nimmt Big Mana auch. Er hat es mir nachgekauft sozusagen. Dann als ja, Maus eine Razer. Mal kurz gucken. Wie heißt die? Razer Chopper Head. Auch ein älteres Modell. Mit blauer Farbe so dran. Also mit blauen LED-Sachen dran. Dann als Tastatur eine Logitech. Da weiß ich aber jetzt nicht genau, was es für ein Modell ist. Oder ich kann mal kurz runtergucken. Wo steht das? Zeig es mir. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall auch mit Licht und dies, das und auch schön leise. Also war davor die Tastatur, die war ein bisschen laut. Maus geht noch. Also gibt bestimmt bessere Mäuse und auch bessere Tastaturen noch. Aber ich bin damit erstmal zufrieden. Dann, was habe ich denn noch? Klar, Xbox 360. Die Elgato, wo wir ab und zu mit aufnehmen. Dann Logitech Soundsystem. Auch, wo ich halt dann so, wenn ich mal nicht aufnehme, halt ganz normal so Filme gucke, Spiele, dies, das. So.
Dann haben wir hier, also, wo ich jetzt hier hinfasse, ich gucke immer auf ein anderes Bild, weil da sehe ich mich selber. Das ist immer so irritiert. Eigentlich könnte ich mich ja eigentlich wegmachen, aber das mache ich jetzt nicht. Da habe ich auf jeden Fall ein Samsung 32 GB, sage ich schon, 32 Zoll LED-TV, wo ich dann halt da drauf zocke. Dann auf dem Bildschirm, wo ich gerade die ganze Zeit immer drauf gucke, das ist ein 24 Zoll Samsung auch. Und ein 24er aber nur. Und da bearbeite ich dann immer das Ganze und nebenbei kann ich dann halt, weiß ich, Film gucken, dies, das, oder halt, wie gesagt, wenn ich halt Minecraft zocke, spiele ich auf dem großen Minecraft, auf dem kleinen gucke ich halt nach Crafting-Sachen, der Server läuft da und dies, das. Und ja, dann als Webcam nehme ich die Logitech, weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf, keine Ahnung, steht das da? Nein, steht da nicht. Ist auf jeden Fall eine 1080p-Aufnahme. Webcam-Sache und vorher hatte ich auch die gleiche, die Big Mana hatte oder hat und da habe ich mir jetzt ein neues Modell geholt, kostete 80 €, ist immerhin was, aber ich denke mal, für Ballerburg habe ich es mir eigentlich geholt. Ja, nehme ich es jetzt und das ist sehr gut. Dann, was habe ich denn noch? Dann habe ich eine, ja gut, externe Festplatte von Intenso, 500 GB, um halt unsere Videos drauf zu speichern, die wir halt schon bearbeitet, also die fertig sind. Dann habe ich mein Mikrofon. Ich kann es mal ein bisschen hochheben. Ist genau das gleiche, was Big Man auch hat. Das T-Bone SC450 USB. So, das habe ich auch. Und vorher habe ich halt hier mit meinem Kopfhörer Sachen aufgenommen. Mit dem Headset. Das kann man so runterklappen und dann kann man halt damit sprechen. Habe ich aber, benutze ich schon seit langem nicht mehr, sondern halt mit dem Apparat. Und ja, das ist so das. Computermäßig brauche ich jetzt nicht so erklären, das ist ein bisschen ältere Kiste. Wir versuchen noch irgendwann diesen Monat, nächsten Monat, keine Ahnung wann, uns neue PCs zuzulegen. Big Mana und auch ich. Und gut, so der Kasten hat halt, wie gesagt, eine Terabyte Festplatte drin. Dual-Core von AMD. Eine Grafikkarte, eine 460 GTX, also jetzt nichts Weltbewegendes, also wirklich, da müssen wir mal gucken mit den ganzen Let's Plays, dass die noch so einigermaßen funktionieren damit. Also die ganz neuen Spiele können wir im Moment nicht machen. Ja, aber sonst. Ne? 4 GB RAM. Das ist eigentlich nicht so viel. Ja. Was wir noch an Equipment jetzt an Software benutzen, da nehmen wir zum einen zum Schneiden, das nehme ich immer und auch Big Mana, ist Magix, Deluxe, HD, Deluxe, so und so. Dann zum Bearbeiten der Thumbnails nehmen wir GIMP. Damit komme ich am besten klar. Photoshop habe ich mal ausprobiert, ist nicht so mein Fall, weiß auch nicht warum. Dann um Audiospuren zu bearbeiten, nehme ich Audacity. Das ist eigentlich doch so ein Programm, was für manche Sachen okay ist, für manche Sachen nehme ich es jetzt nicht, also nicht immer. Kommt immer darauf an, ob ich eine Audiospur habe, eine richtige. Aufnahmeprogramm, klar, Fraps und GIMP, ach GIMP, Bandicam, weil manche Spiele klappen halt mit Fraps. Und wiederum mit Bandicam dann nicht und wiederum andersrum genauso. Und da müssen wir halt immer vorher, bevor wir ein Spiel testen oder ich alleine, muss ich halt dann immer einmal mit dem Programm aufnehmen, gucken, wie die Frames sind. Scheiße, nehme ich das andere Programm. Oh, es sieht besser aus, habe aber die gleiche Auflösung im Spiel, also nehme ich Fraps oder Bandicam. Was gibt's noch? Sonst glaube ich nichts mehr. Okay, dann wollen wir mal zu Frage Nummer 6. Na, wo ist sie denn? Sechs da. Wollt ihr mal große YouTuber werden? Das ist auch so eine Frage, die ist ziemlich schwierig eigentlich. Also finde ich jetzt. Eigentlich richtig große YouTuber will Big Mana nicht werden und ich eigentlich auch nicht. Also richtig extrem, wo man sagt, boah, man hat wirklich, wenn man auf die Straße geht, nur noch Leute. Autogramm und blablabla. Klar wäre es auf eine Art geil, aber auf der anderen Art, ich weiß nicht. Ah, keine Ahnung. Also klar, wollen wir über 1000 Abonnenten irgendwann doch mal erreichen, dass wir sagen, komm, man hat 1000 oder 2000 oder 3000 oder auch meinetwegen 10.000 Abonnenten. Ob mehr, klar, wäre okay, aber wenn es, sagen wir mal, wirklich bei 1000 bleibt, erstmal so und immer so, das schwankt in dem Zeitraum, in dem Abonnentenfeld, ist es okay. So, weil mit 1000 Abonnenten kann man, denke ich mal, auch schon viel anstellen. Also klar, man kriegt halt
viele Kommentare, denke ich mal. Also einige mehr, als wir jetzt mit 137 Abonnenten, die wir jetzt aktuell, denke ich mal, haben. Wenn es jetzt nicht wieder schwankt, wenn ich das Video hochlade. Aber ja, so ist es halt. Also richtig große YouTuber, wenn es sein sollte, klar, kann man jetzt nicht sagen, so, ich will jetzt aber keine Abonnenten mehr haben. Das entscheidet natürlich ihr. Ihr entscheidet das, ob wir mehr Abonnenten bekommen oder nicht. Wie gesagt, ihr könnt uns abonnieren, müsst es aber jetzt nicht. Also, jedem selber überlassen. Wir haben auf jeden Fall unseren Spaß dabei. So, dann wollen wir mal zu Frage 7 überschweifen. So, was macht ihr neben dem Let's Playen? Weil es ist doch zeitaufwendig oder habt ihr Zeit? Zeitmäßig, nein. Ganz ehrlich, also wir sind zwar kleine YouTuber, aber wir beschäftigen uns ziemlich viel mit dem ganzen Projekt, weil es halt so Spaß macht. Und so ist es halt ein Hobby für uns, was wir halt hauptsächlich machen. Und so die Nebenhobbys, die wir so haben, die rutschen leider durch YouTube, durch das ganze Aufnehmen und so, leider im Hintergrund. Also ich habe kaum Zeit, um irgendwie was anderes zu machen. Also jetzt sagen wir mal Filme gucken, was ich auch sehr gerne mache. Ist wirklich so zum Einschlafen. Also meistens schlafe ich immer dann bei Filme gucken ein. Das ist so eine Sache. Dann habe ich mit Big Mana Baseball gespielt, aufgehört, weil halt zeitmäßig dann halt klar, mein Job, ich arbeite als Koch, bin ein gelernter Koch und da hat man halt sehr, sehr, sehr wenig Zeit. Ja. Also ich arbeite als Koch, mein Rhythmus, ich könnte ja mal jetzt mal so einen Tagesrhythmus euch zeigen oder vorstellen. Der fängt also um 8:30 fängt er an, stehe ich auf, gehe mich duschen, frühstücke kurz, fahre dann zur Arbeit und dann, weil die Arbeit fängt um 10 Uhr an, bis 14 Uhr, um 14:45 fahre ich meistens immer nach Hause, habe dann Pause bis 5 Uhr, um 5 Uhr muss ich wieder anfangen, also da sein, anfangen und dann ist halt Ende offen. Da arbeite ich bis 10 Uhr, bis 10:30, bis 11, bis 11:30, kommt immer drauf an. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann fängt er halt das Bearbeiten und Hochladen an. Das Aufnehmen mache ich meistens in der Mittagspause oder halt, wenn ich frei habe, so wie heute. Aber sonst, keine Zeit mehr dafür, für andere Sachen. Das ist wirklich extrem eigentlich. Und man fragt sich manchmal so, ist das wirklich das wert, dass man halt bei YouTube so ein paar Abonnenten hat, nur ein paar Klicks hat am Tag, die wirklich wenig sind. Weiß ich nicht. Man könnte auch so zocken, ohne reden, aber irgendwie, es macht einfach Spaß und ich sage ja immer, wenn es Spaß macht bei YouTube, also halt das Let's Playen, sollte man nicht aufhören damit. Zeitmäßig, okay, da muss man halt ein paar Abstriche ziehen und wir haben es, sagen wir mal, in Kauf genommen und machen das halt so und ist halt auch, wie gesagt, jedem selbst überlassen, aber was anderes machen außer YouTube, eigentlich, wie gesagt, außer arbeiten, schlafen gehen, essen und aufnehmen, eigentlich kaum was noch. Gut, was ich halt auch gerne mache, ist halt wirklich mal eine Zeit so, wo ich mich halt draußen setze, an der frischen Luft und mal ein bisschen so, pupp. Aber meistens dann kommt Big Mana raus und dann reden wir trotzdem über YouTube und über den Kanal und irgendwie Vorschläge und Let's Plays und was machen wir als nächstes so. Ja, und das ist halt so der Tag. Naja gut, hoffentlich habe ich damit deine Frage beantwortet. So, dann Frage Nummer 8. Wie lange wollt ihr noch Let's Plays machen? Ja, so lange, wie es Spaß macht. Also wenn, sagen wir mal, mir irgendwann so der Gedanke kommt, boah, nee, also das ganze Aufnehmen und das und jenes und das Spiel eigentlich, bringt ja eigentlich gar nichts mehr, dann ist der Zeitpunkt, wo man sagen sollte, okay, komm, man probiert es vielleicht noch einen Monat, aber dann sollte man auch wirklich dann die Reißleine ziehen und sagen, komm, lieber für andere Sachen interessieren, Sport wieder machen, dies, das machen, machen irgendwie was. Und dann, aber im Moment macht es hammermäßig Spaß und ich habe überhaupt noch gar nicht drauf so ganz nachgedacht, zu sagen, boah, ich habe überhaupt keinen Bock mehr eigentlich, aber es macht halt einfach Spaß. So. Frage Nummer 9. Was würdet ihr zu Projekten mit anderen YouTubern sagen? Ja, eigentlich immer positiv. Also ich bin da wirklich, wenn ich Zeit hätte, würde ich es auch gerne machen. Big Mana hat es sogar schon mal gemacht. Aber ich, wie gesagt, weil ich halt so beschissene Arbeitszeiten auf Deutsch gesagt habe, habe ich halt wirklich keine Zeit gehabt, um irgendwie mit einem anderen was mal zu machen, mit einem anderen YouTuber oder wir beide mit einem anderen. Es gibt zwar immer so die Sache, wenn man einen Kanal hat, soll man auch nur das machen, ne, und nicht mit anderen, aber das machen so viele Let's Player und ich finde, das sollte man auch dann machen. Wenn einer fragt, wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt oder du Vorschläge hast oder irgendeiner und zu sagt, mit dem würde ich gerne mal ein Together machen von dem und dem Spiel, klar, schreibt uns erstmal an, wir können ein bisschen drüber reden und entweder ja oder nein, kommt immer drauf an, was auch für ein Spiel es ist, ob es ein neueres Spiel ist, ein älteres Spiel ist, ob wir auch Bock dazu haben, weil man muss auch Lust dazu haben zum Let's Play. So ist es halt. Und damit, denke ich mal, ist auch die Frage beantwortet. Ja.
Aber wie gesagt, gerne. Gerne mit anderen. So, kommen wir zur letzten Frage. Was bringt die Zukunft bei euch? Die Zukunft, also ich sehe mich so mit Big Mana und mit Gamestalk TV eigentlich, dass es halt, wie gesagt, noch lange dauert mit Gamestalk TV, dass wir in der Zukunft mehr Abonnenten immer noch schrittweise bekommen. Wie gesagt, wir waren ja auch noch vor einem halben Jahr, hatten wir, glaube ich, 100 oder darunter Abonnenten. Jetzt ist ja doch schon ein bisschen gestiegen und es steigt ja auch kontinuierlich immer ein bisschen nach oben. Es schwankt zweimal, es geht immer ab und zu ein, zwei Abonnenten nach unten, dann geht es wieder zack nach oben. Es kommt immer drauf an. Aber wie gesagt, solange ihr uns, wie gesagt, guckt, Kommentare schreibt, Like, dies, das und wirklich, da macht es einfach Spaß. Und wie gesagt, die Zukunft ist halt so, dass wir halt, weil gesagt, nach oben ist ja die Luft offen. Ja, er wird ja nicht irgendwann da oben so ganz stickig. Nein, es bleibt irgendwie, im Moment macht es richtig Spaß und denk mal, in der Zukunft werden wir es noch immer noch machen. Also wir werden es noch nächstes Jahr machen, übernächstes Jahr. Man kann es zwar nicht sagen, aber im Moment das Gefühl sagt auf jeden Fall, wir machen es weiter. Und ja, das wäre es dann eigentlich mit den Fragen. Habe mich auf jeden Fall auch sehr gefreut. Also ich war sehr überrascht über den Kommentar. Und ich gucke so, ich denke, ach, ein paar Fragen, so und so. Und auf einmal hatte Big Mana schon ein Video hochgeladen, also wie er das alles sieht. Und guckt es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und wie gesagt, ja, mehr kann man natürlich nicht sagen. Ich lese noch mal kurz den Rest vor. So, das war's erstmal. Ich hoffe, ihr werdet diese Fragen beantworten, denn das würde mich sehr interessieren. So, Fragen beantwortet. Ich denke mal, damit bist du jetzt zufrieden. Wir sind zufrieden. Und klar, noch liebe Grüße, Jonas. Also wie gesagt, Jonas ist irgendein Junge. Sehr nett auf jeden Fall, dass er uns so Fragen... Das war das erste Mal eigentlich, dass wir so Fragen beantwortet haben. Und wir machen es auf jeden Fall gerne. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach. Oder wenn du jetzt Fragen hast, noch mehr Fragen hast, frag uns einfach. Wie gesagt, man könnte immer so ein paar Views daraus machen. Mal gucken, wenn sie sowas angesammelt ist. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Und war auf jeden Fall eine geile Sache. Ja, dann guckt uns irgendwie weiter, klar, bei YouTube. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen über jeden Kommentar, über jede Sache, die es überhaupt gibt. Keine Angst haben, wir beißen nicht, wir schlagen nicht. Wir sind einfach durchgeknallte Jungs, wir beide. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Es hat auf jeden Fall richtig, 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 richtig Spaß gemacht. Und da würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen hierbei. Beantwortet von Ingo Viva. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zu einem anderen Fragen beantworten Sachen. Aber erstmal bis zum anderen Let's Play dann. Okay, tschüss.